Der eine hat vor 54 Jahren eine Band mit dem Namen Sternkombo Meißen gegründet, die bis heute existiert, vor 54 Jahren. Der andere, 1984 geboren, ist heute ihr Sänger. Wie sich das alles erklärt und ein bisschen über die Geschichte erzählen uns zusammen, begrüßen Sie herzlich mit uns Martin Schreier und Manuel Schmidt. Schön, dass ihr da seid. Jetzt musst du wieder deine... Ja, ich bin meiner... Nein, ihr könnt beide aufs... Meiner kellnerischen Pflicht noch nicht nachgekommen, weil wir zwei neue Gläser bräuchten, bitte. Wir bräuchten also zwei neue Gläser und während die kommen, können wir ja schon mal fragen. Mit 15 Jahren bist du auf die Idee gekommen, eine Band zu gründen. Und waren es dann deine Kumpels, die du gefragt hast? Oder wie kamt ihr zusammen, die erste Formation? Also wir müssen es jetzt nicht 54 Jahre aufrollen. Ich will nur wissen, wie dieser Impuls mit 15, ich will eine Band gründen. Tja, besser eine Band als anderen Unsinn. Das war so der Ausgangspunkt. Nee, das war so, also damals kam ja die Pop- und Beatmusik auf. Ja, wir schreiben das Jahr 1964, ne? Ja, Beatles, Rolling Stones und wir waren natürlich absolute Fans von denen. Ja. Und das hat uns damals so inspiriert und begeistert, dass ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, es gab schon vorher eine Schülerband. Ja. Da habe ich die Rumba-Rassel gespielt. Ja. Ja. Und jedenfalls kam dann tatsächlich die Idee auf, wir müssen jetzt eine Band machen. Und ich hatte damals mehrere Freunde, die diverse Instrumente spielten. Und dann sind wir schnell zusammengekommen und haben dann faktisch die Band gegründet. 1964. Das heißt, ihr wart noch alle in der Ausbildung oder auf der Schule oder so? Ja, ich war noch in der 9. Klasse. Ja, und die anderen Kollegen, die waren auch Schüler oder waren sie schon Lehrlinge für einen bürgerlichen Beruf. Und kam der Erfolg dann so schnell, dass der bürgerliche Beruf gar nicht mehr ergriffen wurde? Oder lief das noch nebenbei? Also das lief absolut nebenbei. Das war damals in den 60er Jahren reine Amateurmusik. Und wir haben mit großem Enthusiasmus das betrieben. Aber es war eben tatsächlich reine Amateurmusik und wir hätten damals gar nicht vermocht, als Profis zu spielen, weil... Weil der Staat die Hand davor hatte, oder? Das kann man so sagen. Ja. Der Staat hatte gesagt, nee, ihr könnt nicht nur Musik machen, ihr müsst einen normalen Beruf ausüben und könnt das nur als Amateure machen. Ihr seid Was sich dann Profis? Später geändert hat. Naja, der Erfolg hat es dann wahrscheinlich gebracht, aber ansonsten hieß es, Profis seid ihr nur, wenn wir das sagen. Also wenn ihr die entsprechende Ausbildung... Nee, man musste bestimmte Kriterien erfüllen. Also entweder musste man ein Musikstudium machen oder musste man eine Prüfung vor einer Kommission machen, ob man das Zeug hat, Berufsmusiker zu werden. Und deswegen haben wir die ersten 6 Jahre mehr oder weniger als Amateure gespielt. Neben unserem eigentlichen Beruf. Und damit habt ihr euch aber dann nichtsdestotrotz den Erfolg erspielt. Und dann... Ja, vor allen Dingen auch mit einer ganz eigenen Art von Musik. Also ihr seid ja als, ihr habt Hymnen geschrieben, die oft viele, viele Minuten dauerten und die Leute völlig begeisterten, weil sie richtig lange Geschichten erzählten. Das war später. Also wir haben, wie gesagt, als Amateurmusiker waren wir damals so inspiriert von der internationalen Musik, dass wir die Hitparaden, die es damals gab, also rauf und runter gespielt hatten. Ob wir durften das eigentlich nicht, denn damals gab es eine Regelung, die besagte, dass man 60% DDR-Musik spielen muss und 40% importierte Musik. Also, aber das war weder noch, wir haben alles gespielt, was uns gefiel und was den Fans gefiel. Machen wir den großen Sprung, weil sonst kommen wir zeitlich nicht hin. Ja, der Manuel nickt die ganze Zeit, du kennst natürlich die ganzen Geschichten, genau. Nehme ich mal an. Die werden mir oft genug erzählt. Ja. Heute bist du der Sänger und natürlich stößt man darauf, dass da noch ein größerer Altersunterschied zwischen den anderen Bandmitgliedern und dir liegt. Wie bist du dazugekommen?
Ich hatte schon immer eine Affinität zu dieser Art von Musik, zu diesem sogenannten Art Rock. Mhm. Und meine Eltern hatten den zu Hause im Plattenschrank eben halt stehen und darunter auch Sternkompromissen. Mhm. Und ich habe das dann irgendwann so mit 7, 8 Jahren irgendwann mal entdeckt, weil das Cover fand ich so interessant. Damals gab es eine Schallplatte Reise zum Mittelpunkt des Menschen, da war ein großer Kopf vorne drauf mit vielen Koordinaten. Und das fand ich interessant und da habe ich mal den Plattenspieler zu Hause angemacht und habe die aufgelegt und ja, fand ich interessante Musik. Jetzt rechne ich mal, also mit 7 Jahren, du bist 84 geworden, also 91 so. Da warst du 7. So um die Drehe war das, ja. Erste Klasse. Aber dann dauert es natürlich noch eine Weile, bis du überhaupt zur Band dazugekommen bist. Ja, ein paar Jahre waren es dann doch noch, ja. Ihr suchtet einen Sänger und ihr hattet mehrere Leute, oder? Die sich beworben haben, als ihr einen Sänger suchtet. Und dann kamst du, Manuel, ich habe die Geschichte gehört, dass du gesagt hast, los, lasst uns spielen. Ihr könnt alles spielen, was ihr wollt, weil ich kann alle Stücke. Naja, dazu müsste ich sagen, also wir hatten ja... Der Rainer Fissler war ja bei uns Sänger und viele hier im Saal werden das wissen, dass er eine sehr schwere Krankheit hatte und dann auch nicht mehr spielen konnte auf der Bühne. Und wir haben dann tatsächlich einen Sänger gesucht und es haben sich ein paar beworben. Das ist ja nun ziemlich schwierige Musik, die wir machen, was nicht so jedem liegt. Und dann kam Manuel, ein ganz junger Mann, das ist nun schon 7 Jahre her, und sagte... Ja, ich habe alles drauf. Ich habe eure ganze Musik drauf. Wobei man sagen muss, dass da ganz vieles sehr schwierig ist. Naja, ich hab ein bisschen gepokert, habe ich schon. Also, weil ich hatte eigentlich wirklich Lust drauf, das zu machen. Weil, wie gesagt, es gibt ja heutzutage auch nicht mehr so, zumindest im Mainstream-Bereich, diese Art von Musik. Und ich finde es einfach wichtig, dass man das irgendwie diesen Kunstanspruch, weil Musik war für mich immer Kunst. War immer eine Art von Kunst, also nicht ausschließlich Unterhaltung. Und deswegen wollte ich das machen. Und Sternkompromissen fand ich da immer sehr passig. Und also ein bisschen hochgepokert, aber du wusstest, also du konntest die Musik, die anspruchsvolle und die Texte, ihr habt irgendwas gesagt, dann spielen wir das und das und das hat funktioniert, oder? Naja. Wie war das dann? Also das war so, der verbliebene Rest der Band, wir hatten uns angeguckt, wo er reinkam, weil er sagte, er kann alles, er kennt die ganze Musik und wir können spielen, was wir wollen. Dann doch etwas unglaubwürdig. Also aus, ne? Damals so mit kurzen Haaren und ohne. Ne? Zur Probe und da wollten wir ihnen eine Falle stellen und wollten eigentlich das schwierigste Stück spielen und haben ihnen das auch gesagt. Das war ein Auszug aus dem LP-füllenden Werk Weißes Gold, wo es um das Meißner Porzellan ging. Und an dem Stück mussten alle vorherigen Sänger sich die Zähne ausbeißen. Das ist ganz schwierig. Sie müssen vor allen Dingen Geduld haben, bis es endlich losgeht, ne? Ja. Genau so ist es. Richtig. Also, es dauert erstmal eine Viertelstunde, bis der erste Gesangseinsatz kommt. Ja. Also dann den Einsatz. Letztendlich war es so, er hat dann das Mikrofon ergriffen und hat auf Anhieb dieses Stück fehlerlos gesungen. Und wir haben uns alle angeguckt und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Also es musste sich finden. Also das war ja wie magnetisch. Das klingt nach also das, Fügung. Das, ja, das war wie Fügung, also dass ihr euch gefunden habt, oder? Das ist doch ein großes Glück für so eine Band. Also so jemand, der das so passt, ne? Also das finde ich schon... Absolut, was soll ich sagen? Es war ja danach, dann noch, ein paar Jahre danach, ist ja leider unser alter Keyboarder Thomas Kurzhals verstorben. Genau, ja. Und er hat ja einen ganz schwierigen Keyboard-Part gespielt. Und das kann ich jetzt gleich vorwegnehmen. Also er hat ja auch Klavierunterricht gehabt, als jüngerer Mensch noch. Und er hat dann gesagt, noch jünger. Okay, ja. Und er hat dann gesagt, okay, den Part übernehme ich ebenfalls. Und er hat in einer Doppelfunktion das gemacht. So entstehen Legenden. Letztendlich ist es so. Ja, aber jetzt vielleicht ein bisschen ernster auch gefragt, übergebt ihr ihm die Staffel? Soll er weitermachen, wenn ihr nicht mehr könnt oder nicht mehr wollt? Das ist eine gute Frage, klar. Also Sternkompromissen, das ist ja, das ist ein Projekt, ein Langzeitprojekt. Und das ist auch sehr in den vielen Jahren experimentell gewesen. Und ja, das könnte ich jetzt so beantworten, dass man sagt, es wäre schön,
wenn das weitergeführt werden. Auch das wird sich fügen, wahrscheinlich. Die Band ist auf jeden Fall bestrebt, solange das irgendwie geht, das auch machen zu können. Ja. Und machen zu wollen. Ja, und es wird ja auch total angenommen. Also nicht nur, dass ich gelesen oder sogar von euch erzählt gehört habe, dass das eben auch nochmal ein Test beim Publikum war, ne, mit so einem jungen Sänger, wie das funktioniert, weil das Publikum ist ja zum Teil mit Eltern. Auf den hat er bestanden. Wie bitte? Auf den hat er bestanden. Den Test? Ja. Also ihr wart schon okay, aber ihr wolltet wissen, wie euer Publikum... Ja, das ist ja auch ein Generationsding. Ja, naja, ich meine, ja, wie gesagt nach dieser Probe, die er mit Bravo bestanden hatte, war das dann, also mir war das dann ein bisschen komisch, weil er sah ja noch viel jünger aus, als er jetzt ist. Also, und er war auch viel jünger. Ja, und ich hatte gedacht, Mann, wenn wir mit so einem jungen Mann auf der Bühne aufkreuzen, ob das unsere älteren Fans so akzeptieren und ob das gut geht, ich weiß es nicht. Ach so, mal von der anderen Seite her gesehen. Ich war mir nicht ganz klar und dann habe ich zu ihm gesagt, komm einfach mal mit so einer Mucke und wir probieren das mal, ob das beiderseitig geht. Und das hat sehr gut geklappt. Die Freunde von Stern Meißen, die zu dieser Mucke da waren, das war in Torgau, die waren hoch erfreut. Und es ist gut gegangen und seitdem ist er der Sänger. Und das ist jetzt 7 Jahre her schon? 7 oder 6? 7? 6 Jahre. 6 Jahre, also eine gewisse Zeit. Komm jetzt in 7. Ja, und jetzt seid noch da, genau. Und so, nun seid ihr aber nicht ganz alleine gekommen, der Rest der Band ist nämlich auch da. Wollt ihr mal zu den anderen gehen und uns mal zeigen, wie ihr so Musik macht, nach 54 Jahren zumindest ein Teil der Band? Wir würden euch entlassen, um euch zu hören. Ja. Martin Schreier und Manuel Schmidt. Genau. Und den Weg wisst ihr hier rum? Spielen wir jetzt was, ja. Spielt ihr uns was? Genau. Okay. Spielt uns was. Ihr müsst da hinter diesem großen S. Und wir überbrücken die kurze Zeit, indem wir sagen, dass morgen eine Platte, eine CD erscheint. Ja, man sagt CD, stimmt. Entschuldigung. Ich war bei Sternkombo und den Plattencovern stehen geblieben. Also eine CD morgen erscheint von Sternkombo Meißen. Und die heute schon im Vorfelde draußen nachher im Foyer erstanden werden kann, Süße, soweit da ich weiß. Da weißt du wieder mehr als ich. Ich hoffe, es stimmt, was man mir vorher gesagt hat. Ich nehme an, das stimmt. Ich würde schon stimmen und wenn nicht, ist sie morgen im Handel. Genau. Und? Ja, bitte du. Nee, mach du. Nee, komm. Schon wieder der 6. Oktober. Genau, schon wieder der... am 5. ist die Mods Talk Showband in Teilen hier im Kleinforum. Ja, aber am 6. Eröffnet auch... Ach, das Coworking Space eröffnet am 6. Oktober. Da müssen Sie sich jetzt entscheiden. Entweder Frankfurt oder Coworking oder Meißen. In der dortigen Frauenkirche. Genau. Die Sternkombo Meißen wird in Meißen auftreten und dort Weißes Gold in einem neuen Arrangement aufführen. Jetzt aber heißt es... Vorhang auf. Haut ab, Weiber. Licht hoch. Vorhang auf. Begrüßen Sie, freuen Sie sich, Bühne frei für die Sternkombo Meißen.